Jetzt möchte ich da natürlich auch ein Betriebssystem drauf haben. Aber vorher zeige ich euch nochmal die Produkte von unserem Sponsor, und zwar hier den Plenidrink. Ich habe den ganzen Tag an dem Rechner rumgebastelt und hatte keine Zeit, mir irgendwas zu essen zu machen. Deswegen ist es wunderbar, sowas zwischendrin zu trinken. Ein so eine Packung ersetzt eine komplette Mahlzeit mit 400 Kilokalorien. Und es ist auch immer noch kein Sponsor, sondern ich habe das selbst gekauft. Kleiner Spaß am Rande. So, ich habe hier ein paar SSDs bestellt und da werden wir jetzt mal Linux installieren. Und zwar nicht irgendeins, sondern NixOS. Tatsächlich eine Anleitung. Wer braucht denn eine Anleitung für eine SSD? So. Schöne kleine SSD. Und da werden wir jetzt NixOS drauf installieren. NixOS ist eine Linux-Distribution, die deklarativ konfiguriert wird. Das heißt, man hat eine Konfigurationsdatei, die heißt configuration.nix, und da schreibt man alles rein, wie das System aussehen soll. Das werden wir gleich noch sehen bei der Installation. Und alles, was in dieser Konfiguration nicht drin steht, gibt es auf dem System nicht. Es gibt natürlich noch Benutzerdateien, die man in seinem Home-Verzeichnis liegen hat. Aber die gesamten Services und so weiter, das wird alles darüber konfiguriert. Und das ist ins Betriebssystem eingebaut. Das wurde von Grund auf so entwickelt, dass das funktioniert. Und deswegen hat man nicht solche Probleme, wie man mit normalem Configuration Management hätte, was einfach auf einen normalen Paketmanager aufsetzt. Wie zum Beispiel mit Ansible, was auf Ubuntu Server aufsetzt. Wenn man da beispielsweise einen Benutzer anlegt, das einmal ausführt, dann wird dieser Benutzer angelegt. Wenn man dann die Zeile löscht und das nochmal ausführt, macht es einfach gar nichts und der Benutzer bleibt da. Mit NixOS würde der Benutzer gelöscht werden, wenn man die Zeile löscht. Kleines Beispiel, was verdeutlicht, warum das toll ist. Man hat einfach ein reproduzierbares System. Ich kann die eine Konfiguration nehmen und auf einem zweiten Rechner installieren, und beide Rechner mit der gleichen Konfiguration sind 100% identisch. Und auf diesem System möchte ich jetzt Boing installieren, damit es auch Rosetta at Home rechnet, um den Wissenschaftlern zu helfen, Covid-19 besser zu verstehen. Das ist gerade wichtig, finde ich, und deswegen kann ich hier helfen, indem ich so ein paar Computer rechnen lasse. Und auch dafür ist NixOS sehr schön, weil es im Prinzip sehr einfach ist, möchte ich behaupten. Allerdings ist NixOS nicht unbedingt einsteigerfreundlich, sondern man muss sich die Anleitung durchlesen und so grundlegend verstehen, wie das funktioniert, weil es eben grundlegend anders funktioniert als normale Linux-Distributionen. So, die Festplatte werde ich jetzt schon mal anschließen. Und dann kann ich die woanders verwenden. Jetzt ist schon der nächste Tag. Leider ist die Aufnahme, wie ich NixOS installiere, kaputt gegangen, weil der Speicherplatz auf dem Handy voll war. Deswegen mache ich es einfach nochmal. Damit wir auf dem Bildschirm auch was sehen, baue ich nochmal eben eine Grafikkarte ein. Und dann kann es auch schon losgehen. Oh, hä? Um das Image runterzuladen, gehen wir auf nixos.org und dort auf Download. Hier unten findet man die Images, ein Minimal Image und ein grafisches. Wir nehmen das Graphical Image. Wenn das fertig runtergeladen ist, können wir das auf den USB-Stick kopieren. Bevor ich den USB-Stick reinstecke, gebe ich einmal den Befehl fdisk-l ein und mein Passwort. Und hier sehen wir, dass wir die Festplatte SDA haben und hier noch so ein paar DevMapper-Sachen.
das kann man ignorieren. Die SDA-Geräte sind wichtig. Und jetzt habe ich hier den USB-Stick und führe den gleichen Befehl nochmal aus. Und jetzt haben wir hier SDB. Und der ist 1,2 GB groß. Das ist mein Stick hier. Das heißt, SDB ist der Stick. So, dann wieder sudo ddif gleich und dann der Pfad zur Datei. Das ist Download, NixOS und Plasma und so weiter. Und dann of gleich unser Device. Das ist hier devsdb. Und dann warten wir wieder, bis die Datei auf den USB-Stick geladen ist. Und das dauert wieder ein paar Minuten. Jetzt können wir den Rechner vom Stick booten. Hier kann man das erste auswählen oder kurz warten. Da wir das grafische Image ausgewählt haben, booten wir jetzt in eine KDE-Desktop-Umgebung. Beim Minimal Image wird man jetzt auf der Konsole landen. Das ist aber auch okay, um das zu installieren. So. Jetzt stelle ich hier erstmal das Keyboard-Layout auf Deutsch. Das ist immer sehr nervig, wenn das auf Englisch gestellt ist. Und man dann statt Bindestrich ein Slash schreibt. So, das Englische löschen wir und fügen Deutsch hinzu. German und Apply. So, dann haben wir hier eine Konsole, ein Terminal und das Manual. Im Manual ist alles beschrieben, wie man NixOS benutzt, installiert, konfiguriert und wir sind hier erstmal bei der Installation. Booting the System haben wir gerade gemacht, Networking in the Installer haben wir auch, wenn das hier funktioniert und jetzt kommt die Partitionierung. Hier gebe ich einmal sudo su ein, damit ich root werde und cd, damit ich auf dem Home-Verzeichnis bin, damit der Prompt etwas kürzer ist. Mein Mainboard bootet mit UEFI, das heißt wir brauchen eine GPT-Partitionsschema. Wenn man ein BIOS hat, braucht man einen MBR, das ist hier weiter unten erklärt. Die Befehle stehen hier alle, die man braucht, zum Beispiel um hier das GPT-Partitionsschema anzulegen und das muss man im Prinzip einfach nur eingeben oder rüber kopieren. Da kann man ignore sagen. So, jetzt haben wir die Partitionen. Jetzt müssen wir noch ein Dateisystem formatieren. Und zwar ext4 wird hier benutzt für das normale Root-Dateisystem. Man kann natürlich auch jedes andere Dateisystem benutzen, was von Linux unterstützt wird. btrfs, xfs oder irgendwas. Dann legen wir noch einen Swap an und eine FAT32-Partition für die EFI-Partition. So, dann kommen wir auch schon zur Installation. Dafür mounten wir unsere Partitionen. Aktivieren den Swap und legen eine Standardkonfiguration an. Und hier können wir die editieren.
Da steht alles drin, wie das NixOS am Ende aussehen soll. Zum Beispiel hier, dass wir den SystemD Boot Manager benutzen. Der ist gut für EFI. Ansonsten kann man Grub benutzen. Und DHCP ist aktiviert. Und ansonsten ist erstmal alles deaktiviert. Hier könnte man auch eine grafische Oberfläche wieder aktivieren, wenn man jetzt KDE haben möchte oder GNOME oder irgendwas. Es werden ziemlich viele unterstützt. Die Firewall schalte ich mal aus. SSH aktiviere ich. Und dann möchte ich auch noch Boink direkt mit installieren und einrichten. NixOS.org. Dort findet man eine Übersicht über alle Optionen, die man hat. Und ich suche mal nach Boink. Und hier findet man die. Das ist hier einmal Boink Enable gleich True. Und Allow Remote GUI RPC gleich True oder was muss dahin? Ja. Gleich True, dann können wir uns auch von extern mit dem Boink verbinden. Gut, SSH ist aktiviert. OpenSSH. Aber standardmäßig können wir uns nicht als Root einloggen, aus Sicherheitsgründen. Da ich allerdings keinen anderen Benutzer anlegen werde, möchte ich das noch erlauben. Genau, hier. Permit Root Login. Und das setze ich einfach mal auf Yes. Gut, ich glaube, dann haben wir es auch schon. Ich habe SSH, ich habe Boink und meinen Bootmanager. Gut, dann weiter bei der Installation. Dann kommt der Befehl NixOS install. Und der installiert das System. Da kommt jetzt eine Fehlermeldung. In so einem Fall kann man dann hier die Fehlermeldung kopieren. Failed. Das Relevante ist anscheinend das hier. Copy. Das ist vielleicht ein bisschen schwer hier zu sehen, was hier relevant ist. Und dann kann man hier auf github.com/nixos gehen und hier ins Nix Packages Repository. Und dann kann man hier nach der Fehlermeldung suchen. Und tatsächlich wurde dieser Fehler hier schon berichtet von jemandem. Und oft steht da schon die Lösung, und zwar soll man hier can't touch EFI variables auf false setzen. Also wenn hier eine Fehlermeldung kommt, dann kann man einfach nochmal in die Konfiguration gehen und schauen, ob man eine Konfiguration finden kann, mit der es funktioniert. Und dann kann man es einfach nochmal ausführen und es wird nur das gemacht, was noch fehlt. Und das ging jetzt ziemlich schnell. Jetzt kann man das Root-Passwort eingeben. Ich nehme einfach mal Q, weil das sehr kurz ist. Und Reboot. Und da ist unser neues NixOS. Ich kann jetzt hier einloggen mit Root. Und
Jetzt haben wir wieder das englische Tastaturlayout. Das kann man aber in der Konfiguration noch anpassen, das ist jetzt egal. Und mit System Control kann man bei SystemD-Systemen schauen, welche Prozesse laufen. Hier haben wir SSHD und Boing. Das hat funktioniert. Und jetzt kann man sich auch von extern einloggen. Wenn man die IP hat, hätte ich mich nicht so schnell ausloggen sollen. Mit IPA kann man die sehen. Und da kann ich mich jetzt mal mit meinem Notebook einloggen. So. Root at 10.0.10.209. Fingerprint kann man akzeptieren und dann Passwort ist Q und wir sind drin. Und hier habe ich jetzt auch das Tastaturlayout von meinem System hier, deswegen ist egal, was man da konfiguriert hat. So. So komme ich jetzt immer drauf und kann mit Nano zum Beispiel hier die Konfiguration anpassen unter etc NixOS Configuration. Da kann man dann alles machen. Und jetzt schauen wir mal in Boing rein. Da kann man jetzt Select Computer machen, da brauchen wir dann wieder die IP von dem System. Die kopiere ich mir hier einfach mal. Und dann brauchen wir ein Passwort. Wir haben gar keins konfiguriert, denkt ihr euch vielleicht. Aber Boing legt beim ersten Start eins an. Und unter var lib Boing und dann GUI RPC auth, da findet man das dann. Und zwar ist das hier das Passwort. Und das gebe ich hier ein. Und dann sind wir hier auch schon eingeloggt und jetzt kann man direkt ein neues Projekt hinzufügen. Dafür gehe ich hier mal in meinen Passwortmanager. Da kopiere ich mir dann die URL von Rosetta at Home weiter. Und dann sage ich, ja, existierender Benutzer. Meine E-Mail-Adresse ist schon vorausgefüllt, praktischerweise. Und ich kopiere hier mein Passwort aus meinem Passwortmanager. Next. Und das Projekt wird eingerichtet. Zack. Und hier haben wir ganz viele Work-Units. Jetzt ist auf allen Rechnern hier NixOS installiert und Boing rechnet. Ihr habt gesehen, dass die Installation relativ schnell geht. Sie ist allerdings nicht so komfortabel wie zum Beispiel bei Ubuntu. Wenn man dem Manual folgt, geht's allerdings. NixOS ist eine relativ interessante Distribution, da sie ein paar Vorteile bietet, wie zum Beispiel, dass man bei einem fehlerhaften Update einfach zurückrollen kann. Wenn man sich für Linux interessiert, empfehle ich, NixOS einmal in einer VM auszuprobieren.